Llegó lo que todo el mundo estaba esperando. El sonido de Joe. De Joe. La voz es de Chechi Maldi, Plan B. El dúo del Sans. De Chamaquito. Das Selbst oder Seele oder im Buddhismus Bodhi. Die alten Griechen und die Katholiken verwenden den Begriff Logos. Irgendetwas in uns, das ein etwas Geheimnisvolles, Göttliches ist. Ja. Nach Hermes Trismegistos meinte er nach seiner Smaragdina oben wie unten. Das heißt, im Menschen selbst wäre das Universum abgebildet. Im Hinduismus begegnen wir der Idee, dass natürlich jetzt dann nicht die Abbildung, diese Analogie, Stein für Stein, Atom für Atom ist, sondern in seinem Wesen. So wie ein Tropfen Wasser aus dem Meer dasselbe Wesen innehat wie das Meer selbst, nur halt in einem Tropfen kein Fisch oder kein Hai leben kann. Aber dennoch das Wesenhaftige, also nicht das Materielle, sondern das Wesenhafte gleich wäre. Ein ominöses Ding, dieses Selbst, das Zugang wäre zur Welt. Deshalb sind Yogis, andere meditative Leute, Schamanen, sehr auf ihr Inwendiges gerichtet. Ich habe die Katja gefragt, was findet man da drinnen? Ne? Was ist da drinnen Geheimnisvolles? Und sie sagt frech, der Kulo, der Arsch. Wenn es sehr tief geht, ist man dann wirklich im Arsch vielleicht. Diesen ganz großen Irrtum möchte ich heute aufklären, denn es ist da in uns selbst nichts drinnen. Es ist was ganz was anderes. Es ist, dass wir als Seiendes im Sein drinnen sind. Wir als Person, die mit unseren Sinneswahrnehmungen sind in dieser Welt. Und unsere Sinne verbinden sich mit der Welt. Damit auch unser Denken verbindet sich mit dieser Welt. Das heißt, wir sind ein Relativ hin zum Absoluten, zum Ganzen, zum lebendigen Universum, zum Sein. Also das Seiende im Sein. Und das dringt natürlich in unser Gehirn, in unser Inneres ein, aber ist zuerst einmal eben im Äußeren. Das heißt, das Geheimnis der Mystik, das Geheimnis der Spiritualität, das Geheimnis des Glaubens ist nicht da drinnen. Ja? Das Herz, ja, das pumpt Blut. Es ist unsere Relation zum Ganzen, unser Verständnis zum Ganzen und unsere Beziehung und wie wir in diesem Ganzen, im Weltganzen, im göttlichen Sein oder Universum uns verhalten, uns benehmen und uns beziehen als Relativ. Es ist besser, nichts zu sagen. Ja, wer die Reihe auf GoLive ein bisschen besser kennt, dem ist sicherlich schon aufgefallen, dass es einige massive Irrtümer gibt, die in der Spiritualität ja über Jahrtausende mitgezogen werden, weil sie faszinierend wirken, ja, aber auch uns Menschen erhöhen zu etwas Göttlichem. Das schmeichelt natürlich und es gibt das Seele aufnimmt. Es ist aber doch keine inwendige Sache, die Spiritualität, sondern eine Sache, wie wir uns nach außen hin verhalten und beziehen. Somit sind wir hier auf GoLive und in den Büchern des Lebens nicht irgendwelche weiteren Spinner, das heißt die alte Traditionen, die längst schon überkommen sein müssten, weiterspinnen, sondern wir sind ein wirklicher Anfang
zu einer integralen Lebensweise, Sichtweise, der Spiritualität und Materialität, die dein ganzes Bilden